Morgen. Willkommen beim Istraland. Es ist in der Nähe von Triest, in einem kleinen Ort, der Sesana heißt. 400 Kilometer, 5000 Höhenmeter und, glaube ich, 80% davon Offroad. Es sind sehr viele im Race-Modus und einige im Urlaubsmodus. Bin mal gespannt, was es bei mir wird. Eine Minute noch und dann starten wir. Die ersten 40 Kilometer. Puh, hat schon in sich. Sehr rough auf jeden Fall. Da sind die mit ihren Mountainbikes natürlich besser unterwegs als ich mit einem harten Gravelbike. Aber ich glaube, jetzt sind es noch so 80 mit Höhenmeter und dann geht es relativ flach dahin. Und man merkt die Hitze auf jeden Fall. Hier brennt die Sonne ein bisschen anders als zu Hause. No. No. Eieiei, das war jetzt schon eine ziemliche Rüttelpiste. No. Checkpoint 1. Wäre ich fast vorbeigefahren, hätte ich nicht die vielen Räder da gesehen. Zwei Typen, denen ich gefolgt bin, die sind einfach vorbei. Gut, dass ich noch einmal umgedreht habe. Das war, glaube ich, das Roughste, was ich jemals mit dem Gravelbike gefahren bin. Ein kleines Wehwehchen habe ich mir geholt am Ellbogen. Puh, aber alles gut. Jetzt ist er mal wieder auf normalen Straßenbelag. Und ich habe normalen Straßenbelag echt noch nie so super gefunden wie jetzt. Ja, und hier hätte ich euch gerne ein bisschen mehr vom Weg zum Checkpoint 2 gezeigt, der über so kleine Trails an der Küste entlang gegangen ist. Meine Speicherkarte hat leider den Geist aufgegeben. Der zweite Checkpoint war eine Safari-Bar. Die Leute waren schon gut eingespritzt und haben natürlich keine Ahnung gehabt, was ich da mit meiner Privé-Karte will und dass ich einen Stempel brauche zum Weiterfahren. Was soll's? Weiter geht's. Wir sind am Weg nach Pula. Wir meine ich einen Italiener, den ich am Weg aufgegabelt habe. Jetzt so die letzten 10, 15 Kilometer gemeinsam unterwegs. Ja, wir schauen, dass wir noch was zum Essen kriegen. Irgendwie so zwei Stunden irgendwo pennen und dann geht's weiter in die Nacht. Hey, hey. Stunden schlafen hinter einem Supermarkt am Parkplatz und
Wir sind schon ziemlich müde. Aber es sind noch 130 Kilometer. Terrain ist sehr rough. Man kommt nicht in einen Flow. Und ja, jetzt suchen wir mal einen Kaffee. Wir haben noch einen Climb vor uns, also einen großen 8 Kilometer Climb. Es ist schon sehr heiß, aber das schaffen wir auch noch. Übrigens meine Brille, die hat einen Henkel verloren in der Nacht. Da war irgendwie ein Ast von einem Nussbaum im Weg. Ja, ganz schön müde, aber wir sind auf der Zielgeraden. Job, Eduardo. Yeah. Wir haben es geschafft. Era un bel giro. Era bellissimo. Me li sono ritrovati davanti. So, ich habe es hinter mir. So wie ich am Anfang des Videos mir gedacht habe, es sind ja nur 400 Kilometer und 5000 Höhenmeter, das kann jetzt nicht so schlimm sein. Es sind immer wieder kleine, gemeine Trails, die dich am Gravelbike einfach so durchrütteln und es hört einfach nicht auf. Und von dem her war es dann schon ein sehr wilder Ritt. Ich habe ziemliche Blasen auf den Händen. Und der Hintern tut ordentlich weh. Das ist der Sebastian, der schaut auch noch vorbei. Und ja, hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich mich manchmal wirklich über die Route geärgert habe. Mal schauen, ob ich das nochmal fahren werde. Bis zum nächsten Mal.